Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Wiedersehen macht Freude. Nick Porschwitz, jetzt in Braunschweig, vergangene Saison 14 Tore für den SV Meppen und deren Trainer Christian Neithardt. In Braunschweig geboren, dort Profi geworden, jetzt zurück an alter Wirkungsstätte. Rein ins Spiel, Meppen in den weißen Trikots und wir schauen auf den Mann der Stunde bei den Emsländern. Dennis Undaff, 14. Minute und er trifft schon wieder. 11. Saisontor. Dennis Undaff, seid leise, alle wollen sie jubeln und er will den Ruhm gar nicht. Sie lassen ihm viel zu viel Platz. Eintracht Braunschweig, das hat sich nicht rumgesprochen offenbar, dass der mit so viel Platz ganz, ganz viel anstellen kann. Tolles Tor. Braunschweig ist kurz unsortiert, aber dann schütteln sie sich. Das ist Godin. Der probiert's mal direkt. Tomaschke lässt abklatschen und Manuel Schwenk. Ausgleich 23. Minute. Drei Änderungen hat Marco Antwerpen vorgenommen. Unter anderem Kobylanski und Kessel zunächst auf die Bank gesetzt. Godin war einer der Neuen und auch Manuel Schwenk neu ins Team gekommen. Das hat sich mal gelohnt. Alles in allem hat Meppen aber die besseren Gelegenheiten in der ersten Halbzeit. Und sie spielen noch richtig tollen Fußball. Kombinieren sich munter durch. Marius Kleinsorge und Undaff viel zu lässig. Bisschen mehr Effi, ein bisschen mehr Entschlossenheit. Und dann steht es hier direkt wieder 2:1. Kein Abseits, alles gut getimt. Kleinsorge muss ihn eigentlich schon machen. Entscheidet sich dann ein bisschen zu lange. Aber Undaff, der ist ein Torjäger, den muss er eigentlich machen. 900 Fans mitgekommen aus dem Emsland zum Nordduell nach Braunschweig. Wir sind kurz vor der Halbzeit. Nochmal ein schön vorgetragener Angriff des SV Meppen. Marius Kleinsorge, kurzer Haken, kurz mal gewackelt. Und da ist Dennis Undaff, 2:1 Meppen. 12. Saisontor. Der Topscorer der Liga, aber maßgeblich der Mann, der serviert, Marius Kleinsorge, tankt sich über außen durch. Das war richtig stark. Halbzeit und einiges zu besprechen für Marco Antwerpen. Der war nicht zufrieden. Wenig Aggressivität in den Zweikämpfen, wenig Schnelligkeit im Spiel. Das sollte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich ändern. Wir schauen mal auf eine Szene. Und plötzlich Jubel bei Braunschweig, aber die Fahne ist oben. Sie können es nicht fassen. Manuel Schwenk, es wäre sein zweites Tor gewesen. Aber wir sehen es. Die Kopfballverlängerung von Porschwitz, sind direkt zwei Spieler im Abseits. Und vorne wird die gesamte Situation dann aktiv. Und die Abseitsentscheidung völlig okay. Die letzten Sekunden dieser Partie. Braunschweig hat nicht wirklich den Eindruck gemacht, als ob sie hier Waffen hätten, um irgendwie Meppen in Bedrängnis zu bringen. Robin Becker, nee, das war's. Meppen gewinnt in Braunschweig. Ja, einfach viel zu viele Fehlpässe, Ungenauigkeiten bei uns im Abspiel, über Ballkontrolle und dementsprechend sind ja dann auch die Tore gefallen. Fühlt sich total gut an, ein bisschen gezittert zum Schluss. Ich glaube, wir hätten es ruhiger haben können, wenn wir unsere Chancen besser verwertet hätten. Meppen tanzt durch die Liga. 8 Spiele sind sie jetzt schon ungeschlagen. Wow, mit dem 2:1 Sieg in Braunschweig. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.